Hallo und willkommen zurück zu einer, ja, wie soll ich sagen, etwas nicht so guten Folge. Denn es gibt ein sehr großes Problem für mich. Angefangen damit, dass Minecraft da jetzt immer in den Startlauncher schreibt, ja, tu doch deinen Account zu Microsoft integrieren und sowas, bringt auch Vorteile für dich. Ich dachte mir immer so, nee, lieber nicht, nein, danke. Jetzt haben sie doch jedoch in der letzten Zeit, also ich zitiere, Starting Friday, 11th March 2022, we will begin to roll out the requirement that all users have Microsoft accounts. This means most users still play using a Mojang account will have to migrate to a Microsoft account over the course of March. Auf Deutsch gesagt, die fangen ab Freitag, den 11. März an, so die Bedingungen aufzustellen, dass alle einen Microsoft-Account brauchen. Und die Leute, die auf Mojang-Account spielen, müssen ihr Microsoft-Account verbinden. Also müssen sich mit einem Microsoft-Account verbinden. Ja, an sich gar keine schlechte Idee. Meine, ich habe es dann versucht. Und dann bin ich natürlich auf die Schwierigkeit gestoßen. Die wollen an meine E-Mail-Adresse einen Link senden, beziehungsweise eine Zahlenkombi, die ich da eingebe. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich meine E-Mail-Adresse gelöscht habe. Ein Wunder ist doch, dass ich überhaupt noch spielen kann mit dieser E-Mail-Adresse. So. Okay. Das zum Beispiel der erste Schock. Der zweite Schock ist, wenn ich versuche, meine E-Mail-Adresse auf meinem Mojang-Account zu ändern, wollen die, sagen die erst, ja, dein Account ist nicht sicher. Wir wollen bitte, dass du deinen Account sicherst. Okay. Da hab ich versucht. Und natürlich senden die dann wieder einen Link an die E-Mail-Adresse, die nicht existiert. Ja. Was machen wir denn da jetzt? Ich bin ratlos. Ich habe so die Befürchtung, dass wir wohl diesen Account über Gamer für immer verlieren werden. Denn ohne E-Mail-Adresse kann ich nichts machen. Ich kann es nicht umändern. Ja. Das heißt, es könnte sein, dass das die Videos, die jetzt noch kommen, die letzten Videos sein werden. Dass ich danach nicht wieder Minecraft spielen kann. Alles nur wegen der scheiß E-Mail-Adresse. Ich verstehe es nicht. Ach Leute, habt ihr Ideen oder Vorschläge, was ich versuchen kann? Ich habe mich schon beim Support gemeldet. Keine Ahnung, wann die mir zurückschreiben. Aber ich möchte den Account nicht verlieren. Das wäre echt scheiße. Naja. So viel wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Vielleicht findet ja irgendeiner von euch einen Ausweg. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Also bitte so viele Vorschläge wie möglich in die Kommentare, bitte. Ich vertraue auf euch, dass ihr vielleicht mit mir zusammen eine Lösung findet. Schreibt mich auch gerne auf Discord an. Alles Mögliche, damit wir diesen Account nicht verlieren. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen, außer Daumen drücken und gucken, dass ich es irgendwie schaffe, dass der Support sich meldet. Und ja, bis dahin, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Red Gamer.